Die Proteste von Umweltaktivisten vor dem Tesla-Werk in Grünheide haben auch am Samstag weiter angehalten. Über 1000 Demonstranten protestierten gegen die geplante Erweiterung der Tesla-Fabrik. Einsatzkräfte der Polizei begleiteten den Demonstrationszug. Laut Angaben der Behörden kam es vereinzelt zu Auseinandersetzungen mit den Sicherheitskräften. Zu den mehrtägigen Aktionen haben verschiedene Organisationen aufgerufen, unter anderem auch die Bürgerinitiative Grünheide. Sie wirft Tesla und der Brandenburger Landesregierung vor, die Interessen der Menschen in der Region nicht genug zu berücksichtigen.